Miami, unendliche Weiden. Ich habe sehr, sehr wenig gepennt. Kannst du vielleicht auch halten? Ja, wir sind da. Ich habe gerade 2 Corona getrunken und übertrieben. Morgen, wenn wir nicht durch die Stadt fahren, das wird bestimmt extrem interessant. Wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen. Die Luftfeuchtigkeit hier beträgt ca. 700-800 Grad. Moin, Leute. Ja, wir sind hier zusammen mit Sascha unterwegs für den Aufenthalt des Jahres. Junge. Hey, nein. Wow. Einfach nur wow. Und was denkst du, was heute noch so gehen wird? Ja, hier, paar nette Mädels. Es ist ein Camaro Chevrolet. Wir haben den hier für schmale Münze, sage ich mal, bekommen. Sascha, wie gefällt dir Miami bisher? Alles klar, es interessiert mich nicht. Hier hinten im Cabrio kriegt man zum Glück fast keinen Wind ab. Sonst vom kompletten Ding her, Amiland deins? Junge, ja, aber nicht mit dir. Ja, nee, also freut mich, danke dir. Und würdest du es in Erwägung ziehen, nochmal herzukommen? Danke für deine Zeit, Sascha. Was hast denn du dir da gegönnt? Salat. Alles klar. Ich habe mir noch ein Wasser zum Essen dazu gegönnt. Moin Meister. Warst gerade auch mit am Start. Sascha, beste Laune, oder? So nicht. Spaß, ich bin geile Hose. Die wird sich auf jeden Fall gezogen. So sieht die aus. Es gibt eigentlich kein besseres Feeling, als in den Wagen einzusteigen und dort erstmal mit einem gewissen Pissegeruch empfangen zu werden. Wir gehen nochmal Grüße raus an die Automietung. Ich weiß nicht, also Sascha, könntest du dir was vorstellen, was angenehmer ist? Ich find's mega. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfreut bist du gerade? Kurz mal an alle für die, die nicht wissen, worum es eigentlich geht. Warum sind wir hier? Was machen wir hier eigentlich in Miami? Vin Diesel, if you see this, greetings are going out. John Cena ist auch so vor Ort. Und viele andere Kollegen von mir sind auch noch da. Ob ich jetzt vor dem Interview aufgeregt bin, ich sag's euch morgen. Es ist morgen. Einfach nur wow. Moin Meister! Servus Leute, was geht ab? Ich bin hier mit Sascha. Moin Meister. Es interessiert mich nicht. Heute werden die ein oder anderen Interviews abgehalten mit dem ein oder anderen guten Kollegen von mir. Alles Unternehmen. Ganz genau, Unternehmer Sascha, du sprichst mir aus der Seele. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall keinen Spaß bei dem ganzen Ding. Ich hoffe, es wird euch nicht abholen, oder? Ja, zum Glück haben wir in der Schule nicht den Englischunterricht besucht. Dementsprechend wünschen wir euch von ganzem Herzen. Wir sagen es euch morgen. Moin Meister! Hello guys, thank you for your time. We have here the big... Say again? We have the big... Your name. Oh, sorry. Sometimes I forget. This is John C! Hello. And? Justin Lin. How are you doing? Hi. Good. Interviewing duo, huh? Let's see what y'all come with. Bring it on. Nicholas. How are you, bro? I'm Sasha. Sasha and Nicholas. All right. Germany. How you doing, guys? Is there any special scene which stands out because of an impossible stunt? That's pretty much every day on the set. You know, I think that's the bar that we try to set. And I always say that, you know, if we think of an idea and then we're repeating ourselves, it's not worth doing. So, you know, we have the best crew in the world. To be able to bring any idea to life. Do you like cars in private? Yes, I do. I drive a Tesla and my favorite car is a 918 Porsche. Oh, that's great. The hybrid. Yeah. So good. If your whole family would do a race, who would win? Well, I know I definitely would win. I'm a rebellious driver. I don't just drive and go fast. I'm rebellious. The reason I stopped buying super fast cars because I don't respect speed. And I would be the kind of person to get hurt. So what do you drive? I have motorcycles. I got rid of all of them. What do I drive now? You know that movie Fred Flintstone? It's like a bobby car. That's it. That's what I do. You've been to Berlin, Germany for Fast 8, probably? Yes. Where we met? I guess you remember, right? Yeah, I was in Germany. Schwierig. So is there any chance to have some German cars in it? I thought you were going to say, is there any chance that Fast and Furious could ever go to the Autobahn, but it could. I've always thought about us getting back there to film. Yes, we've got German cars in Fast. John, what do you prefer, automatic or manual driving? So nowadays, paddle shifts are so responsive. Yeah. But man, there's nothing like a good manual transmission, and it's sad that it's obsolete. Not a lot of manufacturers offer manual. But I think my favorite driving experiences are with a true manual. I'll never not
own something that has a clutch on. I mean, what is better to drive a manual car after a good leg day, right? What is your favorite car in the movie? My favorite is a Ford GT. I love it. Ford United GT. States, American-made car. So do you prefer American engines? I wouldn't say overall, but I'm just saying I definitely love that particular car. I like German engineering, and that's not just because you guys are here. For example, German car? I have a BMW. Which one? Alpina B7. I love that Take car. Take that. For me personally, the Fiero, it was like I was in eighth grade when that car came out, and it was it has a special meaning for me. So it's not about performance or anything. It's just a connection. So for me, it's a car you'll never see in the movie. There's a shot in the trailer of a sweet noble that pulls up to a wonderful party, and there's a bunch of cars in that scene in the background, and one that caught my eye that I could not let go of was a TVR Sigeris, and you can't import those here to the States. It's like a shrunken Dodge Viper, and it looks absolutely beautiful. It's got a gurney bubble on the hood. It's powered by TVR V6. I'm going way too much into this. It was an awesome car to see. It was an awesome car to sit in. I even looked so far as to try to import it to the U.S., but I'll have to wait until it turns 35 years old to bring it to America. You do a lot of fighting scenes in the movie, and do you have a special training for that? Well, I think Michelle's been fighting for quite a while, so yeah. She knows her stuff. So mm-hmm. She shows up to set, and she's like, oh, yeah, I got it. Whereas I had to learn, like, bit by bit, choreography by choreography, because I didn't want to let Justin down, because I fought so hard to get the action scene finally, and I want to keep getting them. I'm happy to see her kick ass. I like it. This 69 Charger has become something so iconic that it symbolizes so much. So you're more into American cars? Yes, I am more for a guy. I mean, there are also some very nice German cars, right? What do you think? You don't like German cars? I love German cars. How can you like cars and not like German cars? All right, thank you guys for your time. Thank you guys. Thank you for your time. Appreciate it. Gentlemen, thank you very much. Thank you. Good to see you again. This is a geistes Krank. Habe ich komplett verschissen. Yeah! Jetzt kommt Wiz Khalifa, Blatt. Bester Mann. Kollegen von mir gewesen. Wir kommen hier an, ne? Erstmal 8 Stockwerke nach oben gelaufen. Kuss. Wir holen diesen extrem aggressiven Wagen ab, den Challenger, okay? Türen sind einfach offen. Wir denken so, okay, mutiger Typ, wo sind die Schlüssel? Pascal, wo lagen die Schlüssel? Ja, auf Handschuhfach. Das Auto war offen. Kuss. Läuft bei ihm, Alter. Geht. Ja. Raus. Im Anschluss gibt es jetzt noch den neuen Trailer für den Fast and Furious 9. Zieht euch den auf jeden Fall rein. Am 21.05. geht der Film im Übrigen in die Startlöcher. Ganz kurz, wenn ihr schon dabei seid, abonniert auch gerne noch Pascal und unsympathische Frau, oder Jungs? War das so richtig? An der Stelle natürlich auch nochmal ein dickes Dankeschön an Universal. Auch für den Ausflug hier nach Miami, ist auf jeden Fall krass. Hier schallert gleich ein ganz übles Gewitter durch. Ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dürft ihr gerne einen Daumen im linken oberen Interview-Loch da lassen. Und ja, in diesem Sinne, Freunde. Cool, dass ihr dabei wart, Jungs. Danke euch. Ich habe mein Leben immer in Viertelmeilenabschnitten gelebt. Aber Dinge ändern sich. Ich bin jetzt Vater. Ich werde immer in deinem Herzen sein. Little Brian, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich von deinem Daddy. Und jetzt schenke ich es dir. Das ist was ganz Besonderes. Es beschützt dich vor all dem, was da kommt. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal, wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Meine hat mich gerade eingeholt. Ist lange her, Dom. Der Typ ist also ein Meisterdieb. Oh!
Auftragskiller. Hochleistungsfahrer. Wer ist das? Jacob ist Doms Bruder. Dein ganzes Leben lang hast du dich angestrengt, um schneller zu sein als Dom. Cleverer als Dom. Stärker als Dom. Aber könntest du ihn auch töten? Denn ich bin bereit, wenn du es bist. Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Vielleicht ist das wirklich das Ende. Aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Machen wir uns an die Arbeit. Sag mir nicht, dass das ein Pontiac Fiero ist, der an ein Raketentriebwerk geschnallt ist. Beeindruckend, ich weiß. Nein. Nein, das ist nicht beeindruckend. Mein Arsch hat Feuer gefangen! Ich bin hier, um dich zu vernichten, kleiner Bruder. Da liegt ein Fehler. Das hier ist meine Welt. Die haben ein Flugzeug mit Magnet? Festhalten. Sag mir, dass du nicht das denkst, was ich denke, dass du denkst. Da ist keine Brücke! Nee, echt jetzt? Hey, Leute. Überraschung. Schickes Clubhaus.